Einen wunderschönen zu diesem Donnerstag, nein, Freitag. Heute ist Freitag. Ja. Heute ist Freitag. Ja, auf dem Fest der Feste. Und darauf trinken wir. Ja, trinkt mal schöne Runde. Heppler, heppler. Ah, auf dem Schlossgrabenfest. Heute ist Freitag und... Wir müssen jetzt unbedingt zum Markt, ja. Ja, ihr müsst da jetzt hin. Ja, ja. Wir alle müssen zum Markt, ja. Alle. Da müssen wir nach dem Einspieler erfahren, wer das ist. Bis später. Spielen da vorne jetzt gerade, direkt auf der anderen Seite von uns, Elephant Messiah, nämlich genau da. Klickt jetzt oben den Link an und dann erfahrt ihr mehr über die Band. Und jetzt kommen ein paar Bilder dazu. Beste Backstage. Ich habe den besten Mann vor allem jetzt hier, das ist der Lee. Was ist denn genau die Bezeichnung, was du jetzt machst? Du bist also, jetzt, pass auf, liebe Leute, also das nennt sich Stage Manager, das heißt so viel, ich bin der Chef von dem ganzen Scheiß hier. Ja? Also das bedeutet, ich scheiße die Bands an, wenn sie mir auf den Sack gehen, oder ich schmeiße sie von der Bühne, wenn sie mir auf den Sack gehen. Aber normalerweise ist das hier ziemlich tiefenentspannt. Das bedeutet, die Band kommt auf die Bühne und ich regel das, dass es funktioniert. Und dann kommt die Band auch wieder von der Bühne und dann kriegen sie Bier. So. Ansonsten muss man hier irgendwie gucken, dass das alles funktioniert. Du kannst ja mal hier so rumgucken. Hier sind viele Leute. Also das heißt, wir haben auch die Security hier. Die organisieren sich dann da, weil auf dem Festival ist natürlich wichtig, dass Security da ist. Ja. Damit die Leute irgendwie wissen, bei uns geht's gut. Ja? Ja. Und dann haben wir da vorne natürlich auch Getränke und was zu essen. Und dann kann man sich hier rumchillen und so weiter und so fort. Meine Aufgabe ist im Endeffekt so, dass wir Zeiten einhalten müssen. Jede Band hat eine bestimmte Anzahl an Minuten zu spielen. Sprich 40 Minuten oder 50 Minuten, kommt immer darauf an. Und ich gucke immer, dass das so funktioniert und sage denen dann, jetzt ist aber mal ein bisschen Gas geben und so weiter und so fort. Natürlich fluche ich insgeheim immer, wenn mir die Band nicht passt. Ja? Ist klar, aber der größte Teil dieser Bands hier auf der Sparkassenbühne sind natürlich sensationell, das wissen wir ja immer. Das ist eigentlich alles. Und heute habe ich mir auch überlegt, so, weil wir so ein super Wetter haben und hier um die 30 Grad oder 45 Grad gefühlt, dachte ich, wir müssen einen Wasserspeicher für uns machen, damit wir dann auch daher Spaß haben. Sprich, deswegen sitze ich hier seit ungefähr einer Stunde mit dieser kleinen scheiß Luftpumpe. Ja? Und pumpst hier einen, ey. Pumpt wie Sau, aber das ist es mir wert. Es hat einen Sinn. Es hat einen Sinn, genau. Das Leben ist schön. So, das war's. Sehr gut, dann lassen wir den Lima weitermachen und gucken uns jetzt mal wundervoll weiter um, wen wir noch so finden. So, wir sind jetzt im Backstage-Bereich hinten drin. Die Dukes tragen gerade wundervoll ihre Sachen da hinten hin und her und her und hin und hin und her.